So, hallo, guten Morgen. Es ist Samstagmorgen, 9:30 Uhr, und ich heiße dich hier ganz herzlich willkommen zu der neuen Folge, wenn ich sagen kann, zum neuen Kapitel des Tao Te Ching, für deine Gesundheit, damit du deine Gesundheit kultivieren kannst und dich gut fühlen kannst, nicht nur gesund, sondern auch gut in deinem Leben, in deiner Existenz. Dieses 37. Kapitel ist das abschließende Kapitel, wenn man das so sagen kann, des ersten Buches des Tao Te Ching. Es ist ja nicht so, dass der Tao Te Ching sozusagen zwei verschiedene Bücher beinhaltet, die aufeinander folgen, aber es ist dennoch etwas getrennt und das werde ich nächstes Mal erklären, denn dann fangen wir das neue Buch an. Wir werden sehen, dass die beiden Bücher eigentlich nicht sehr, sehr unterschiedlich sind. Dazu später. Für heute habe ich dir versprochen, in eine Welt ohne Wünsche zu gehen. Und zwar dort, wo auf einmal alles einfach wird. Einfach und wo du bescheiden groß werden kannst. Tao bedeutet Paradoxe. Tao bedeutet, das Leben tief zu ergreifen. Verstehen kann man es nicht genau. Verstehen kann man es nicht genau, weil unser Denken mit Worten verbunden ist und die Worte zu klein sind. Deshalb brauchen wir so viele, viele Worte, so viele, viele Kapitel, um etwas greifbar zu machen, nach und nach. Deshalb müssen wir reden, wir Menschen, deshalb müssen wir schreiben, weil wir Greifbares brauchen, um uns hier auf der Erde zu bewegen, jedenfalls. Und dann gibt es diese Dimension, in der alles immateriell wird, in der wir verbunden sind mit der Essenz, mit dem ewigen Leben und dort diese Quelle der Gesundheit und der Vollkommenheit in uns spüren können. Kapitel 37 gibt hier einen ganz tollen Beitrag. Also, setz dich bitte hin, bequem. Mach es dir gemütlich sozusagen. Und folge den Worten, die ich hier lesen werde. Lass dich einfach von den Worten tragen, um dann zu sehen, was sie in dir bewirken. Atme jetzt ein und langsam aus. Schließe deine Augen und folge meinen Worten. Der Weg ist ewig ohne Tun. Aber nichts, das ungetan bliebe. Könnten die Fürsten und Könige dieses bewahren, würden die 10.000 Wesen von selbst sich entfalten. Würden sie aber entfaltet zu handeln begehren, durch die Schlichtheit des Namenlosen müssten wir ihnen dann wehren. Die Schlichtheit des Namenlosen, wohl sie führt zum ohne Begehren. Nicht Begehren wird in Stille münden.
Und das Reich wird selbst zur Ordnung finden. Atme ein, atme aus. Und nimm wahr, wie die Worte in dir wirken, was durch diese Zeilen in Bewegung gesetzt wird. Ich habe hier wieder zwei Texte. Ich habe dir eben den Text aus dem Reklamheft gelesen, der immer sehr poetisch verfasst ist. Und jetzt, um über den Text zu sprechen, möchte ich eigentlich das, was ich dir dann auch in der Gruppe posten werde, möchte ich den Text nutzen, damit du diese zwei Möglichkeiten siehst und hast. Also, sollen wir mal schauen, was uns der Text hier verspricht an Einfachheit, wie sagt er hier, Schlichtheit, Bescheidenheit. Und doch ist Tao groß, groß und ewig und immer in Bewegung. Das Tao ist normalerweise ohne Tun und doch bleibt nichts ungetan. Der Weg für ewig ohne Tun. Tao ist da und steht dir zur Verfügung. Du kannst sogar gar nicht drumrum. Tao ist da. Nur wenn du ihn nutzen willst, dann musst du sehen, dass du dir selbst den Zugang gibst, dass du dich öffnest, dass du dich der Dimension stellst, die immer für dich da ist und immer während Leben schenkt. Dazu gibt es nichts zu tun und Tao ist kein aktives Wesen. Tao ist Tao und dort geschieht nichts außer Bewegung und immerwährende Quelle. Deshalb bleibt nichts ungetan. Ohne Tun bedeutet nicht, dass die Dinge ungetan sind. Wir bewegen uns hier in dem energetischen Verständnis des Daseins, des Lebens selbst. Denn energetisch bedeutet zunächst nicht konkret. Aus der energetischen Entwicklung entstehen konkrete Entwicklungen, aber der Weg ist nicht linear und der Weg ist nicht direkt. Er kann direkt sein, aber er muss nicht direkt sein. Das heißt, je mehr ich mich dem Nicht-Tun öffne, dem Geschehen lassen, umso mehr kann das Leben wirken und die Dinge können getan werden. Und deshalb sagt der Text weiter, wenn alle Führer dies bewahren könnten, würden sich alle Dinge von selbst verändern. Und alle Dinge, damit ist gemeint, alle Wesen, die 10.000 Wesen, von denen der Tao spricht. Die 10.000 Wesen sind, ist alles, was Form annimmt. Alles, was Form annimmt, ist ein Wesen, hat ein Wesen und ist veränderbar
durch Tao. Und wenn alle Führer, alle Herrscher und du als Herrscher deines Körpers, deines persönlichen Raumes sozusagen, wenn du dies tun kannst, dann tut der Tao, tut Tao, was es zu tun hat. Und wenn bei der Veränderung Wünsche aufkommen, so kann ich sie unterdrücken mit der namenlosen Einfachheit, Bescheidenheit. Hier sagt er, würden sich aber Wünsche entfalten durch die Schlichtheit des Namenlosen, müssten wir ihnen dann wehren. Das heißt, die Welt der Veränderung, der ewigen Veränderung, des ewigen Flusses, die Welt der Energie ist wunschlos. Es gibt keine Wünsche. Denn Wünsche gehören zur Form. Ich habe Wünsche, weil ich ein Mensch bin und Gefühle habe. Deshalb wünsche ich mir schöne Dinge, weil ich mich durch schöne Dinge besser fühle, denn schöne Dinge lösen positive Emotionen aus und das tut mir gut. Negative Ereignisse lösen negative, das heißt schlechte Emotionen aus, die einen schlechten Einfluss auf meinen Körper haben. Deshalb wünsche ich mir Positives. Aber Tao hat damit nichts zu tun. Das ist die Welt des Ego. Das heißt, des persönlichen Seins, der persönlichen Entwicklung, persönlich im Sinne von Ich, hat nichts mit Tao zu tun. Gar nichts. Tao ist da, um dir Leben zu schenken. Und Tao hat keine Wünsche. So wie du keine Wünsche hast, wenn du mit Tao verbunden hast. Du bist da. Und deshalb kannst du wieder zu Gesundheit und Wohlbefinden finden, weil du dich mit deinen Wünschen immer wieder verstrickst. Wie sagt man so schön? Ich bin wunschlos glücklich. Das ist Tao. Tao kennt keine Wünsche. Das ist die Stille des Herzens, die Stille der Emotionen. Dort, wo du nicht mehr dieses Wesen bist, das fühlt belastet ist, kann man eigentlich sagen, von seinen Gefühlen. Und deshalb wird auf einmal im Namenlosen alles einfach und bescheiden. Du brauchst nicht mehr als das, was Tao dir bietet. Das ist das Leben, das pure Leben und das pure Sein. Und mehr brauchst du nicht. Mit dieser namenlosen Einfachheit oder Bescheidenheit wird man frei von Wünschen. Je mehr du dich damit verbindest, umso weniger Wünsche hast du. Das heißt nicht, dass du nicht mehr dein Leben gestalten musst und kannst und darfst. Das heißt nur, dass du nicht mehr gefesselt bist von deinen Wünschen. Uns werden so viele Wünsche gegeben. Wir sollen glücklich sein. Wir wollen, ich weiß nicht, das neueste Auto haben, das schönste Haus, die besten Möbel, ich weiß nicht, was man alles haben muss, um vermeintlich glücklich zu sein. Hat alles nichts mit Tao zu tun. All das kannst du mit Tao nicht erreichen. Aber was du mit Tao erreichen kannst, ist, dich glücklich zu machen. Immer wieder. Dich glücklich und gesund zu machen. Und dich deshalb gut zu fühlen.
Und weißt du, was passiert, wenn du dich wirklich gut fühlst? Wenn du dich wirklich gut fühlst, dann spürst du nichts mehr. Dein Körper, wenn es ihm gut geht, spürst du ihn nicht. Du lebst. Du lebst einfach. Du kannst das machen, was das Leben vor dich stellt. Wenn du dich gut fühlst mit Menschen, wenn du in guter Gesellschaft bist, da denkst du nicht drüber nach, was du zu tun hast, zu sagen hast, wie du dich verhalten sollst. Das kommt alles von ganz alleine. Und das ist das Nichtstun. Da brauchst du nichts zu tun, dir nicht zu überlegen, was du willst oder weshalb du jetzt dies oder das sagst oder tust, sondern du bist einfach. Du bist und du bist verbunden mit den anderen, weil du verbunden bist mit dem Leben. Da kommen wir der Sache schon viel, viel näher. Und da wird auf einmal alles ganz einfach. Siehst du das? Ohne Wünsche wird es friedfertig, sagt der Text. Und so regulieren sich alle Dinge der Welt von selbst. Genau. Friedfertig wird es. Frieden heißt kein Kampf, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, worüber man nachdenken müsste. Alles ist einfach friedlich. Und dann reguliert sich die Welt von ganz alleine. Dann reguliert sich dein Körper von ganz alleine. Dann reguliert sich dein Bewusstsein von ganz alleine. Da brauchst du nicht dir große Dinge vorzustellen, wie toll du bist, weil du dies und das und jenes verstehst, oder was du jetzt noch tun könntest, damit du die Situation beherrschst. Gar nichts. Hat alles nichts mit Tao zu tun. Die Größe des Tao ist in der Einfachheit und der Bescheidenheit. Sein. Einfach nur sein. So, wie du bist. Was kannst du lernen? Du kannst lernen, so zu sein, wie du bist. Das heißt, das Feld der Interpretation und der Wünsche zu verlassen, um endlich dein Herz zu erkennen und dein Wesen leben zu lassen. Deine Seele in deinem Körper existieren zu lassen und so groß zu werden. Und du kannst lernen, dich täglich mit dem Tao zu verbinden und dadurch diese ganzen Prinzipien viel, viel leichter zu verstehen, weil du sie lebst. Reden macht Spaß. Leben. Noch viel mehr. Und deshalb lade ich dich wie immer zu dem Gespräch ein, zu dem kostenfreien Gespräch, das du nutzen kannst, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Das heißt, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, wenn du verstehen möchtest, wie du dich mit Tao und somit mit deiner Gesundheit und deinem Wohlbefinden in Verbindung bringen kannst, dann kannst du hier das Gespräch wahrnehmen und es bei mir lernen. Deshalb hier der Link. Nutze es, wenn du möchtest. Stell mir die Fragen, die du hast, damit ich darauf antworten kann. Und ich freue mich auf nächste Woche, wo es weitergehen wird. Ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Tschüss.